Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Ich schalte jetzt oben mal noch ein. Ich hoffe, dass ich die Kommentare bald sehen werde. Ähm, gestern hatte ich ja das Problem, dass ich die Kommentare hier in Facebook beim Livestream nicht gesehen habe. Zoom läuft durch. Ich hoffe, das passt auch heute von Bild und Ton. Da kann ich natürlich alle Kommentare sehen. Facebook hat irgendwas umgestellt, da funktioniert irgendwas nicht so, äh, wie das im Vorfeld der Fall war. Von der Seite her bitte ich zu entschuldigen, falls ich Kommentare nicht sehe, wenn ich irgendwie gar nicht drauf reagiere, bitte gerne per PN äh, hier auf Facebook eine Nachricht an mich. Die kriege ich dann aufgeploppt. Die sehe ich auch. Das heißt, wenn der ein oder andere Wunschmark da ist, passt das Ganze. Äh, ja, ich sehe momentan einfach keine formatierten bzw. abgegebenen Kommentare. Kommentare. Guten Morgen hier an dieser Stelle an alle, die live zuschauen, auch auf Facebook und Zoom. Und damit los ins Webinar. Wir sehen es im Hintergrund an dieser Stelle: Gold über 2000 US-Dollar. Ehre, Wahnsinn! Und die Rallye geht weiter. Als ich das gestern beobachtet hatte, dieses Kursmuster an der Stelle, da sprechen wir gleich drüber. Der Wahnsinn, was wir hier alles sehen können. Es ist einfach irre, diese Rallye. Bevor wir auf die Rallye eingehen, der Risikohinweis bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und bevor wir uns jetzt die Charts von Gold, Austral-Dollar, Schweizer Franken und dem DAX anschauen, blicken wir noch auf die heutigen Tagesnachrichten. Da sehen wir es hier. An dieser Stelle kurz vor 10 gibt es den Einkaufsmanager-Index in Deutschland. 10 Uhr dann für die Eurozone. 10.30 Uhr für Großbritannien. Hier allesamt mit Blick auf die Dienstleistungen. 11 Uhr gibt es dann noch die Einzelhandelsumsätze der Eurozone und in den USA. Dann am Nachmittag der erste wichtige Arbeitsmarktteil für diese Woche. Der zweite folgt am Freitag. Und zwar hier um Viertel nach zwei ADP Beschäftigungsänderung steht hier im Kalender wichtige Zahlen, die wir hier an dieser Stelle stehen. Also das wird sehr, sehr spannend und mit einer guten Wahrscheinlichkeit auch ordentlich Einfluss auf die Bewegung an den Märkten haben. 16 Uhr gibt es dann den ISM-Einkaufsmanager-Index und. Um 16.30 Uhr die Rohöl-Lagerbestände. Das hier an dieser Stelle. Ja, und ich würde sagen, damit machen wir hier weiter. Und ich sehe gerade hier auf Facebook, danke fürs äh, Posten dort an dieser Stelle. Es gibt Kommentare, die kann ich aber weiterhin nicht sehen. Schade, kriegen wir aber hin. Irgendwann findet Facebook wahrscheinlich hier einen Fehler. Ich kann nicht auswählen, dass Kommentare angezeigt werden. Wem das auch so geht und der das schon gelöst hat, bin ich gerne auch dankbar dafür sind wir ja hier, die Community heißt an dieser Stelle, danke für Hilfe. Und wir schauen jetzt in die Charts. Ich mache das Bild im Hintergrund für die Charts auch gleich mal noch mit groß. Und wir starten zuerst mit den Währungen, dann Gold und dann hier unseren Daxi, den Lieblingsindex vieler Trader ganz klar, es ist unser Heimatmarkt und mit dem sind wir dann doch immer so ein bisschen mit verbunden. Also, schauen wir rauf auf das, was die Märkte hier und jetzt hergeben. Australdollar Schweizer Franken. So, da ist er. Zack, haben wir da. Wir sehen's. Im großen Bild haben wir hier eine riesen Schwankungsrange oben Deckel drauf 1 nein, 0674 und unten hier das Ende dieser blauen Linie bei 0,6425, das ist aktuell ja, der Schwankungsbereich. In diesem Kursbereich schwanken die Märkte momentan ein bisschen seitwärts. Ja. Auf Tagesbasis sieht das Ganze dann entsprechend so hier aus. Was wir hier sehen an dieser Stelle, ist also ein Markt, der momentan nicht richtig weiß, wo er hin will. Aber, und das ist jetzt das Interessante, aus dem Grund habe ich diesen Chart jetzt auch mit raufgenommen äh, für die heutige Marktbesprechung. Schaut mal, das ist der 4-Stunden-Chart vom Australdollar Schweizer Franken. Hier immer das Hin und Her, ist ganz klar. Aber ähm, wenn wir Trends haben, haben diese Trends natürlich auch gewisse Aussagekräfte. Ja? Und das heißt an dieser Stelle. Der aktuelle Trend im 4 Stunden Bereich ist abwärts gerichtet. So, ich mache jetzt für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben, ich zeichne oder ich mache gleich hier mal noch an äh, sozusagen den Entry Bar. Der ist bezogen jetzt auf den Trend, der hier angezeigt wird. Und da sehen wir ganz klar, der Trend ist abwärts gerichtet und alles was wir hier an Kurssteigerungen sehen, ist korrektive Phase und wir tauchen hier mittlerweile in den grünen Bereich ein oder wir sind schon eingereicht. Heißt also bis hier oben hin, bis auf 0,66 kann der Markt ohne Probleme korrigieren, ohne diesen Abwärtstrend kaputt zu machen. Heißt also, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Umkehrmuster in die Short-Richtung zu traden, homogen mit dem Abwärtstrend in den vier Stunden. Die Chance haben wir da. Und weil wir mittlerweile aus einer schönen Korrektur rauskommen, wir haben ja über die Hälfte dieser Abwärtsbewegung jetzt schon raus ähm, sozusagen oder wieder wettgemacht. Da haben wir Chancen zur Unterseite reinzulaufen. Wir müssen also nicht mal hier eine tiefe Abwärtsbewegung bekommen, sondern einfach nur nach unten reinlaufen, hier in diesen roten Bereich rein, was dann entsprechend kurz vor der Trendfortsetzung ist. Und schon da können wir den einen oder anderen Profit durchaus planen, beziehungsweise den Trade dazu planen. Profite zu planen ist zwar schön, aber man weiß ja nie, was bei rauskommt. Heißt also hier, wenn wir uns das Bild mal anschauen, mit Blick auf den 4-Stunden-Chart, schalte ich jetzt mal eben kurz um in die kleinere Zeiteinheit. Vorher allerdings noch, wie schon gesagt, ich hatte es gesagt, die Korrekturausdehnung ohne weiteres drin. Bis oben hin 0,66. Wir haben hier noch einen kleinen Zacken aus dem untergeordneten Trendverlauf bei 0,65,9. Das wäre der Anlaufpunkt auf der Oberseite. Bricht es tatsächlich unten drunter durch, ja? dann können wir hier uns an diesen alten Tiefs, mit orientieren, die wir hier haben. In Ziffern benannt 06484, hier drüben 06457 und dann hier das Tief dieses blauen Zackens um die 06425. Und damit schalte ich mal rüber in den 15-Minuten-Chart rein. Ich nehme den Timeframe einfach mal kurz raus und da möchte ich kurz noch auf das Bild eingehen, was wir haben. Also ganz klar, das hier ist der übergeordnet laufende Abwärtstrend. Der ist da, der ist gut erkennbar. Das, was wir hier sehen, ist jetzt der korrektive Bereich. Eine Fortsetzung. Diese Aufwärtsdynamik wird würde sozusagen dafür sprechen, dass die Korrekturtiefe nach oben hin weiterläuft. Aber wenn wir jetzt hier tatsächlich nicht über die 0,65,6, das ist dieser Drehbereich, den wir hier haben. Schaut, der hat hier hinten ähm, sozusagen etwas, äh, muss ich mich mal zur Seite drehen, der hat hier hinten ähm, Relevanz erfahren. Der hat hier in diesem Bereich Relevanz erfahren. Hier hat er, hier hat er, hier hat er Relevanz erfahren. Also es ist ein sehr relevanter Bereich. Ein Schub oben drüber hat halt die Chance, weiter oben zu laufen. Aber kommt es zum Abprall, so wie sich das Ganze momentan zumindest ein bisschen anfühlt, dann haben wir die Chance, weiter runter zu laufen. Und das wäre dann die Umkehr zur Unterseite. Also hier trendig nach unten wäre das Short-Signal, hier trendig drüber wäre eher die Ausweitung der Korrektur, um danach ganz klar entweder hier in den nächsten Bereich bei 066 ähm, bei, bei 0659 reinzulaufen oder aber abzuprallen. Und die Unterseite anzugehen. Das ist das, wo wir hier die ersten Weichenstellungen zumindest in den kleineren Zeiteinheiten sehen können. Das zur Währung Australdollar, Schweizer, Franken. Dann gehen wir mal in den Goldchart rein. Wir sehen es aktuell. Pro Fein und 2027 US-Dollar. So teuer wie noch nie. Das ist hochinteressant und die Rallye findet absolut kein Ende im Moment. Die Geldflut an den Märkten. Äh, die Angst äh, vor einer Geldentwertung treibt hier sozusagen das Geld in. Die in den Markt rein. Wir haben es im kleineren Bereich, wenn ich mal ganz kurz in die Stunde gehe, hier auch in diesem Aufwärtstrend immer mal mit gewissen Kursmustern zu suchen. Ne? Das heißt, wir haben es hier oben gesehen, ansteigende Tiefs eine flach ansteigende Oberseite nach so einem starken Anstieg, hätte gut und gerne auch zur Unterseite aufgelöst werden können, dann hätten wir hier durchaus die Potenziale der Korrektur zur Unterseite auch sehen können, aber Pustekuchen, so ist es nicht gekommen, wir sind hier am Allzeithoch, wir hatten es gestern markiert, um die 2031, wenn der Markt das wegwuppt hier an dieser Stelle, also hier drauf wieder Kaufinteresse findet, dann haben wir weiter die Chance nach oben, wir können oben allerdings keine Anhaltspunkte finden, warum? Da war wir noch nie ja das ist der heaven da ist kein ende zu sehen wir wissen also nicht wie es hingeht an diesen stellen ist immer so ein bisschen blindflug angesagt aber die starke dynamik geht ganz klar oben hier mit rein bisschen abprall könnte auch sein was wir hier gesehen haben ich gehe mal ganz kurz auf den tageschart rüber wir haben es gesehen immer dann wenn neue allzeithochs erreicht worden sind ähm, gab es auch immer mal ein bisschen korrektive phase nicht immer, ne? hier haben wir es ja auch gehabt, allzeit hoch, dann haben wir Seitwärtsbewegung gehabt, also nichts mit tiefer Korrektur äh, und dann ging es wieder ab nach oben. Hier oben haben wir es gesehen, allzeit hoch erreicht, ein bisschen Korrektur äh, von knapp unter. 1990 runter auf 1941, um dann dynamisch hochzulaufen. Also, wir sehen es nach diesen Hochs gab es auch immer mal korrektive Phasen. Und wenn wir hier möglicherweise eine korrektive Phase sehen sollten, dann muss ich jetzt mal ganz kurz rein in die Stunde. Dann können wir Zumindest aus jetziger Sicht, ja, ich weiß oder beziehungsweise ich habe ja gesagt, es ist schwierig zu planen, wo es weitergeht. Zumindest aus jetziger Sicht sind Anlaufpunkte erkennbar. Wenn wir hier sozusagen irgendwann mal in die Korrektur reingehen, dann haben wir hier unten erst einmal dieses Zwischentief, dieses kleine um äh, die Marke von circa 2009, 2010 US-Dollar für die fine Das wäre mal der erste Punkt. Äh, wenn wir jetzt hier abprallen würden, würde das auch die Korrektur definitiv einleiten. Und der nächste Anlaufpunkt wäre mal hier das alte Ausbruchslevel um die 1987 Zähler. Das sind Marker, die wir hier durchaus unten drinnen haben. Die Setups aus diesem, äh, sage ich mal, Chartmuster hier zur Unterseite hin, die können wir getrost beiseite schieben. Ich habe die aber mal noch drinnen gelassen, weil sie halt zur Chartanalyse auch mit dazugehören. Nur wir sehen es, es spielte keine Rolle. Der Markt ist hier von unten nach oben gekommen. Er hat zwar leicht steigende Hochs gehabt, ähm, was immer so ein bisschen die Gefahr ist, wenn wir... Druck von der Unterseite bekommen und der Markt immer schon ein bisschen oben rangeht, aber immer wieder abverkauft. Das sind so diese Nuancen. Aber hier spielt der Markt momentan absolut den bullischen Run und wir sehen es hier. Wir gehen schon wieder aufs Allzeithoch drauf. Ja, da stehen wir jetzt 2030 US-Dollar. Und wenn der wegfliegt, könnte es du durchaus die nächste Kaufwelle bekommen, wo wir dann ordentlich nach oben gehen können. Das heißt, wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, wenn es hier oben drüber fliegt und hier die nächsten Trendfolge-Orders liegen, dann kann das eine wunderbare Dynamik geben. Genauso wie wir es hier gesehen haben. Und den Markt einfach nächsten auf die nächsten hoch Stück für Stück schieben. Das ist schon eine irre Welle, die sich hier entsprechend ausgibt. Und wenn wir mal ganz kurz schauen wollen, ich muss mal ganz kurz auf den Monatschart rausgehen. Wenn man einfach mal jetzt äh, was ganz Verrücktes macht und von diesem Hoch hier die Korrekturtiefe wegnimmt und das oben drauf sitzt. Wir sind ja hier von 1920 auf 1000, auf 900, naja, auf etwas unter 1000 gegangen. Also langfristig sind hier mal locker 2,8, 2,9 drinnen, wenn man einfach das spiegelt. Ja, crazy Bilder ganz, ganz weit weg. Es gibt Chartanalysten, die machen das. Die sagen ganz einfach: Okay, was hier aus der Korrektur rausgeht, kann man einfach oben drauf machen. Ich persönlich habe keine Erfahrung mit dem Langfristbild. Im Kurzfristigen funktioniert das immer mal relativ gut. Ähm, Im Langfristigen weiß ich es nicht genau. Ist mir fürs Kurzfristige Trading auch viel zu weit gefasst. Da gucken wir lieber hier drauf, beziehungsweise in die Stunde. Äh, und da werden wir jetzt sozusagen Zeuge, wie der Markt hier oben an dieser Marke raufgeht und das Ganze dann möglicherweise in Kürze gleich mit einem neuen Allzeithoch. Ich gucke einfach hier mal rauf, wenn wir den, äh, die Analyse jetzt weitermachen. Vielleicht schaffen wir es ja in der Sendung, den Ausbruch live hier zu sehen ähm, und zu schauen, wie sich der Markt hier verhält, wie die Orders das ganze Geschehen bestimmen, um dann zu schauen, was hier los ist. In der Zwischenzeit wo das Ganze einfach tickt, schauen wir uns jetzt mal den DAX an, den Deutschen Leitindex, der ist ein bisschen zögerlich gestern gewesen, wir haben es gesehen, wir sind oben in dem Widerstandsbereich um die 12.750 Punkte Marke reingelaufen und haben dann abverkauft und das hat uns mal wieder diesen Schwungbereich an dieser Stelle gezeigt, das heißt hier oben und also bei 12.270 oder 75 ist der Verkaufsbereich hier drüben, der ist auch weiterhin aktiv, wir sind zwar drüber gespiked, wir sehen es hier, das Hoch bei 12.750 569 Zählern gestern gewesen und danach ging die Luz erstmal ab nach unten in den Kaufbereich rein, also in dieses Drehlevel hier um die 12.550 Punkte in etwa. Auch da Schwankungen drinnen, aber der Markt direkt wieder hoch und wir sehen es, was hier an dieser Stelle passiert. Der Markt schwankt. Nach unten und findet danach gleich wieder Käufer auf diesen wichtigen Support-Leveln. Und wir gehen jetzt hier im kleinen Bild auch schon über einen wichtigen Bereich drüber. Ich habe es hier markiert in Magenta, diese 12.660, wir sehen es, die haben im untergeordneten Bereich hier drüben immer mal wieder eine Rolle gespielt. Jetzt haben wir das Ganze aufgekauft, das heißt, der Markt reagiert äußerst positiv aktuell. Wir haben auch heute Berichtssaison in, den, in, in Deutschland, äh, da haben auch einige Unternehmen äh, die Zahlen entsprechend gebracht. Das beeinflusst den Markt natürlich auch aktuell sehr positiv, nach oben läuft es hier, wir haben den Weg nach oben hin frei, Richtung 12.057, hier ist nicht wirklich viel, äh, was man machen kann, das ist wie schon gesagt der Stundenchart, wenn wir uns das Ganze mal eben kurz in den fünf Minuten anschauen wollen, da muss ich zusammenraffen an dieser Stelle, ähm, da ist wirklich nicht viel, ne? hier oben haben wir noch einen kleinen Zacken in den fünf Minuten drin, wo gestern mal kurz Pause gewesen ist, um die 12.690 Zähler und danach können wir schön den Markt nach oben rauflaufen. Also 12.750 ist die nächste Zielmarke für die Oberseite, solange, wie wir hier weiter äußerst bullisch unterwegs bleiben. Also wir sehen es. Der Markt hat die Schwankungsbreite, dieses hin und her geht weiter und das ist für aktive Trader auch sehr sehr interessant zu sehen, was hier passiert. Und wir sehen es auch hier an dieser Stelle immer wieder. Schaut euch das mal an. Es gibt immer wieder gesuchte Schwungbereiche und wenn diese Schwungbereiche weggenommen werden, dann gibt es halt die Dynamik in die Bruchrichtung und das sehen wir hier auch. Guckt drüber, kurz drunter und dann dynamisch nach oben. Das ist das Bild, was wir hier sehen und diese Marke um die 12.600 Punkte, 12.620 hat hier Relevanzen gehabt und wir sehen es, es bringt den Markt zum Steigen. Die Käufer warten und der Markt findet hier immer wieder. Jemanden, der ihn weiter nach oben treibt. Und es gibt ja auch immer wieder positive Meldungen. China hat gesagt, die wollen den Streit mit, ja, mit den USA nicht weiter eskalieren lassen. Das ist natürlich sehr, sehr positiv für die Märkte. Alles, was wir an positiven Meldungen bekommen, äh, seitens Covid-19 ähm, Medikamenten, Beeinflusst den Markt positiv. Alles, was wir positiv bekommen von Einkaufsmanager-Indizes und und und, das beeinflusst die Märkte auch positiv. Die letzten Meldungen waren ja auch gar nicht so schlecht von dieser Seite. Also, wir haben ein Marktumfeld, was immer mal auch positive Meldungen bringt. Trotz der steigenden Corona-Zahlen, die wir momentan sehen, ist die Hoffnung vorhanden, dass sich alles ganz normal wieder regelt. Und wir in Zukunft sozusagen positive wirtschaftliche Entwicklungen sehen. Das zum Dax. Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz, wo wir Gold haben. Gold haben wir jetzt noch nicht über dem Allzeithoch gehabt. Wir sind unten drunter verharren leicht. Ich würde an dieser Stelle, weil ich keine Fragen sehe hier an diesem Punkt, also weder in Zoom noch in Facebook. Also im Zoom habe ich keine Fragen gestellt bekommen. In Facebook sehe ich keine. Ich würde hier an dieser Stelle gerne noch mal ganz kurz auf das Währungspaar Euro US-Dollar eingehen, weil der bewegt sich natürlich auch mit und wir haben ja, haben es ja In den letzten Tagen auch immer gesehen, die steigenden Aktienmärkte haben zu einem steigenden US-Dollar geführt, und genau das ist das Bild, was wir hier auch gesehen haben. Auf Tagesbasis sieht man hier an dieser Stelle schon, was der Markt hier gemacht hat. Er hat sozusagen das Hoch hier oben bei 1,19,088 markiert, ist dann hier in diesen Supportbereich reingelaufen. Im Stundenchart schauen wir uns das gleich mal noch an und hat dann direkt eine Umkehr gemacht, und diese Umkehr ist mittlerweile bestätigt und der Markt trendet wieder nach oben. Das heißt, wenn wir uns das Ganze jetzt mal eben im Stundenchart anschauen wollen hier an dieser Stelle in diesem Chartfenster. Da sehen wir das, was ich gerade im Stundenchart im Tageschart erklärt habe. Das hier nach unten war sozusagen. Jetzt muss ich mal kurz gucken genau. Also das war der Trend, den wir nach unten gesehen haben. Der korrektive Abwärtstrend an dieser Stelle hier an diesem Punkt und danach hat sozusagen hier erst einmal die Umkehr gegeben. Dieser Abwärtstrend wurde hier an dieser Stelle rausgenommen. Dann die Korrektur. Es gab ein höheres Tief und danach ist der Markt in den Aufwärtstrend übergegangen, das heißt die Korrektur ist zu Ende dieses Auffanglevel hier unten um die 1,17 hat gute Arbeit geleistet und jetzt strebt der Markt wieder nach oben an. Anlaufpunkte haben wir zur Oberseite auch hin, also wenn wir uns jetzt mal den Tages-, äh, den Stundentrend hier als Aufwärtsrichtung nehmen, ganz klar der Weg ist offen hier oben Richtung äh, dem Hoch oben bei 1,19 ähm, und damit haben wir den Weg schon mal vorgegeben und wer das Ganze im kleineren Bilde sich mit anschauen möchte, schauen wir einfach mal kurz in die 500 Rein. Mal gucken, ob wir genug Historie bekommen. Ja, wir bekommen genug Historie. Wenn wir uns das mal anschauen wollen zur Oberseite hin, schaut mal, da haben wir Anlaufpunkte hier. Die Drehbereiche, die wir hier haben, um die 1,18,5 bzw. hier oben die 1,18,6, das an dieser Stelle sind Zielmarke auf dem Weg zum Zwischenhoch hier oben bei der ähm, Marke um die 1,19. Der Blick hier in Euro, US-Dollar. Danke an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Trading-Tag. Sage Tschüss. Bis morgen 8.30 Uhr live in der Analyse-Session und dem Blog-Eintrag. Bei Tigma gibt es natürlich immer vorher. Bis dahin. Tschüss und vielen, vielen Dank.